Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefront. Der Admiral hat Inferno gegründet, damit sowas nicht wieder passiert. Ich weiß. Und jetzt ist nur noch das davon übrig. Oh Mann, oh Mann. Ein schwerer Schlag für das Imperium. Und wir sind jetzt hier im TIE Fighter unterwegs. Die Zerstörung ist das wahre Gesicht der Rebellion. Deswegen kämpfen wir schon so lange. Wir wollten ihnen Angst machen, aber sie sind nur wütend. Es heißt, Rebellionen fußen ausschließlich auf Hass. Das habe ich nie bezweifelt. Und wie sollen wir dagegen kämpfen? Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, sterben wir. Okay, das muss ich natürlich jetzt erst ein bisschen lernen, das Fliegen. Commander, wir haben ein Problem. Was gibt's, Husk? Die Explosion des Todessterns hat die Corvus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Man sollte jetzt nicht gegen irgendein Wrackteil deppern. Den TIE Fighter haben wir in der letzten Folge geklaut. Ihr erinnert euch vielleicht. Wenn nicht, dann solltet ihr diese unbedingt nachholen. Sie war sehr, sehr atemberaubend. Einfach mal auf dem Channel schauen bei mir. Ja, ist es sein Ernst? Ich muss sagen, hier hätte ich lieber die Gamepad-Steuerung. Commander, ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Und der Sternzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corvus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hast nicht allein auf der Corvus. Vielleicht schaffen wir es doch noch lebend hier raus. Boah, erstmal durch diese Wrackteile manövrieren und unserem Kumpanen hinterher. Oh, das sind so Blitze, die rausschießen. Müssen wir noch höllisch aufpassen wahrscheinlich. Ich mache jetzt mal keine Beschleunigung, sondern fliegt lieber mal vorsichtig. Ihr seht ja selber, was hier los ist. Das sieht schlimmer aus als auf so manchem Schrottplatz. Ich will jetzt keine Namen nennen. Boah, wie krass das zerdeppert wurde. Oh. Agent Hast, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander, Jäger im Anflug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Okay, die erste Raumschlacht, es ist soweit. Ja, Mann, den ersten Hammer. Oh, oh Gott, ob ich das hinkriege. Hilfe, ich dreh mich nur. Oh nein, der ist hinter mir. Verdammt, diese verdammten X-Wings. Wie schnell sind die denn? Da. Erstmal irgendwie die Übersicht gewinnen. Sollen die doch hier in die Scheiße fliegen mit mir. Einer ist hinter mir direkt her. Ey, ich krieg den nicht abgewimmelt. Cool, hier gibt's ja die Innenansicht. Oh. Boah, ich sehe überhaupt nichts, Leute. Jetzt aber. Ja, Mann. Was für ein Glücksschuss einfach. Also rangezoomt fliegen ist nicht so. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Ey, da muss ich wirklich noch reinkommen. Das ist aber richtig krass. Die Bomber zerlegen die Kaubus. Ja, Mann. Okay, langsam läuft. Also nicht dran zoomen, während ihr euch dreht. Ansonsten hat er so ein bisschen Follow-Modus. Schön. So, der nächste bitte. Wird einem ja schwindelig, wenn man hier zuschaut. Wunderbar. Vorsicht. Eieieiei. Bisschen höllisch aufpassen. Oh, natürlich nicht auf das Schiff ballern. Der Sternzerstörer, den brauchen wir. Und der ist angeschlagen, wie wir wissen. Und die Rebellen wollen ihm den Rest geben, natürlich. Zack. Husk, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten. Aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommen Zeit. Miko, wir schalten die Bomber aus. Okay, jetzt dranbleiben. Y-Flügler
Gegner noch im Sektor. Ich muss sagen, dass ich die Schiffe... Können wir wohl. Wir müssen kämpfen, weiterkämpfen. Ich muss sagen, dass ich die Raumschiffe der Rebellen wiederum cooler finde. Wie seht ihr das? Boah, Alter, wird einem echt schwindelig. Die Raumschiffe sollten vielleicht auch wirklich das Gamepad anstecken. Boah. Wo bist du, du Halunke? Y-Flügler noch im Sektor. Triebwerke fast bereit, Commander. Auf meinem Scanner sind noch mehr Bomber. Was zum Teufel? Na, gutes Training, immerhin. Oh, jetzt nicht irgendwo gegenflattern. Wir haben schon ein bisschen was dezimiert. Ja, Mann. So langsam läuft der Hase doch. Muss man ein bisschen reinkommen, nicht zu viel ranzoomen, das war mein Fehler am Anfang. Noch so ein Bombenangriff und die Corvus ist erledigt, Commander. Verdammt, jetzt ist einer hinter mir direkt her. Jetzt wird's. Nicht gut, die haben Unterstützung bekommen. Ich muss jetzt schnell eliminieren. Sehr schön. Die Triebwerke laufen jetzt, Commander. Perfektes Timing. Agent Miko zu Corvus, ich bin direkt hinter ihm. Commander Versio, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug. Kommen Sie dann auf die Schnitte. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Inferno-Trop. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Verstanden, Commander. Alter Schwede, jetzt läuft der Hase doch langsam. Aber ich musste da noch lernen, ich junger Padawan. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle Ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand. Rebellion. Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Ja, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Eine neue Mission wartet auf uns. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Husk, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus.
Fondor, imperiale Werft. Commander, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Da gibt's Ärger. Was ist der Plan, Commander? Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Fangen Sie die feindliche Korvette ab. Gehe auf Position. Agent Miko, greifen Sie die Schiffe an. Ja, Commander. Corvus ist unterwegs. Dranbleiben! Komm irgendwie drauf, halt. Wer wird schon die Waffe? Ja, Mann. Yeah! Vernichtet. Blockadebrecher zerstört. Commander Versio. Und der nächste. Hier spricht North Ray. Ionenkanonen der Rebellen haben die Dauntless deaktiviert. Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Marvel, wir wollen mein Schiff vernichten, bevor sie mich erreichen. Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Kann doch nicht wahr sein. Jäger, Angriff auf die Rebellentransporter. Hindert sie daran, an Bord der Dauntless zu kommen. Ich schalte sie dann aus. Da muss doch gleich was runtergehen, oder? Oder wird da nichts? Boah, verdammte Axt. Jetzt heißt es aufpassen. Einer weniger. Ja, wenigstens die da. Noch immer zwei die Station ab. Halten Sie sie auf, bevor Sie auf mein Schiff kommen. Alles im Griff, Sir. Agent Haft, hier nach. Yeah. Ja, Commander. Greife feindlichen Transporter an. Er versucht auszuweichen. Zerstören Sie ihn, bevor er an Bord kommt. Rebellenschiff zerstört. Bam, bam, Bigelow. Das waren alle. Was ist der nächste? Wir müssen die Ionenkanonen ausschalten. Ja, Commander. Dann dezimieren wir die Rebellen. Bei allem Respekt, Sir. Sobald Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen. Feigling, kommt nicht in Frage. Agent Hask. Feindliche Jäger nähert sich. Na, kommt her für den Tanz. War schon ziemlich geil, auch mit dem Abwechslung hier. Das. Ach, komm mal, ich werde es feindlicher Jäger auf 017. Bin auf dem Weg. Brauche freies Schussfeld. Ich locke ihn in die Station. Okay, ich probiere hinterher zu fliegen. Ein bisschen mehr Speed, komm schon. Ich werde diesen Jäger nicht los. Wir müssen erstmal um das Schiff wieder rumkommen, Alter. Sie schlucken den Köder. Ich hab sie im Visier. Ja, von wegen. Okay, da sind sie. Das Schiff ist so riesig. Durch. Ich bin getroffen. Dann du bist zu unserem Ziel. Wow. Da vorne. Wo sind Sie? Jetzt sind wir dran. Shit. Es war nicht gut, aber wir haben es geschafft. Alles klar, Agent Haas. Danke für die Hilfe, Commander. Sorry, Freunde, ich muss erstmal ein bisschen reinkommen. Wie gesagt, meine erste Mal fliegen. Commander, der Hangar ist frei. Ich gehe auf das feindliche Schiff. Haft, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir. Bis dahin decken Sie die Dornis. Ja, Commander. Bin ich gerade reingekommen. Das ist ja eigentlich noch ein Superpower. Krass. Mega nice. Habe ich ja noch gar nicht ausprobiert alles.
Okay, was haben wir hier? Oh, den Megaschub auch für. Oh, der hätte ich eben mal gebrauchen können. Wunderbar. Wo zur Hölle müssen wir jetzt hin? Wie komme ich denn da jetzt drauf? Ich bin da. Jäger zerstört! Muss ich die jetzt alle noch fertig machen? Ich dachte, wir müssen auf irgendeinem Schiff fliegen. Haben wir das jetzt noch erwähnt? Ah, hier. Da gehen wir drauf. Hallöchen! Ja, das ist eine Party, die jetzt schmeißen, ne? Boah. Damit wir hier auch schön landen können. Sehr geil. Okay, der Scan ist aktiv, ist gar nicht so verkehrt. Da sehen wir direkt mal, wie viele Gegner hier umliegend sind. Geile Wumme. Haben die ein Glück. Nein, ich glaube, du sollst lieber laufen, Kleiner. Bist du bereit für deinen Tod? Was für eine miese Aktion. Inferno. Die werden einfach nur gerichtet. Oh, die Waffe ist ein bisschen überhitzt gerade gewesen. Kurz ausharren. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Oh, was war denn da los? So, sein Geschütz ist erstmal Geschichte. Das probiere ich gerade nochmal. Agent H, der Weg durchs Schiff ist frei. In der Waffenburg vor mir. Verstanden, bin unterwegs zu Ihnen. Oh Mann, nochmal auf die Tür. Ich habe da was für euch. Da schreien sie noch. Okay, dann wollen wir sie jetzt holen gehen. Einmal kurz in Deckung. Du blöde Ziege, Alter. Bleib hier hinter, ich bleib hier hinter, bleib hier hinter, bleib hier hinter. Deckung. Vorsicht. Okay, wieder zu mir kommen. Von da unten nehme ich da auch noch was wahr. Ich wusste doch, dass da jemand steht. Okay, das war's für sie. Hier können wir uns erstmal ein bisschen Zeugs noch schnappen. Und jetzt sollen wir die Konsole hacken. Wo ist sie denn da vorne? Blastergeschütz? Boah, das will ich aber auch gerne mal ausprobieren. Droide, überlade die Kühlzellen. Das schaltet die Kanonen an. Komm an, ich bin hier. Ich brauche Deckung. Sobald die Kühlzelle frei liegt, zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen an. Verstanden. Geil, ich kann das auch in die Luft jagen. Ist ja immer mega nice. Okay, platziere das gleich nochmal neu. Die kommen jetzt alle von da unten angelaufen. Und dann positionieren wir es wahrscheinlich ein bisschen besser, auch wenn das... Hier, guck mal, das ist doch eine gute Option jetzt hier. Hier zwei. Oh, sorry, wollte ich gar nicht. Ja, genau so.
So, da freue ich mich jetzt. So, wir müssen hier einfach die Stellung halten, mehr nicht. Nice. Nichts da, Kleiner. Die Granate war mir irgendwie lieber. Scan läuft. Ionenkanone bereit zur Detonation, Kommandant. Ups. Oh, jetzt geht schon endlich drauf, ihr Drecksäcke. Geh mal kurz hier runter, ein bisschen in Deckung. So, müsste nur noch einer leben eigentlich. Wir sollen aber auch das Ding hier zerstören. Sehr schön. Ja, wunderbar. Und jetzt sollen wir noch so eine Zelle zerhacken. Hacking? Hacking? Oh. Und nochmal. Kommen bestimmt wieder welche. Die uns ans Leder wollen. Das ganz gut positioniert, oder? Hoffe ich doch. Zumindest wenn da wer von unten lang rennt, müsste es eigentlich ganz... Ah, das ist voll scheiße positioniert. Das war nix. Das Geschütz ist diesmal keine große Hilfe. Oh, von der Seite. Clevere Kerlchen. Aber nicht mit dem Imperium, ihr verdammten kleinen Bastarde. Oh, ich hab die mal gezündet. So, den nochmal öfter einsetzen, muss ich dran denken. Zack. Nummer 2. Ich habe eine Idee für die letzte. Nice. Und jetzt sollen wir hier einen Sprengsatz platzieren. Gut. Ich platziere einen Sprengsatz. Darf ich bitten, Commander? Was passiert, wenn die Bombe hochgeht? Das werden wir ja sehen. Yeah! Wie geplant. Oh ja, klar, klar. Gehört das auch zum Plan? Halten Sie sich irgendwo fest! Droide, Schilde! Komm schon, Druide! Heilige Scheiße! Das hat wieder Energie, aber die Dockklammern halten uns fest! Sir, bereiten Sie sich auf einen Angriff auf den Stationskontrollturm auf Fondor vor.
Wir können auch die Dockarme zerstören, um die Klammern abzuschalten. Das wird die Energie kappen. Heiliger Bimba. Einfach drauf hier. Rebellen dürfen nichts von unserem Plan mit Operation Asche erfahren. Wie lautet denn unser Plan, Sir? Macht ist heute mehr denn je der einzige Weg zum Frieden. Admiral Versio wird die Galaxis säubern, Commander, damit sie wissen, wie wirklich herrscht. Commander Jäger im Anflug. Zerstören Sie die Schiffe! Admiral Versio übrigens unser Vater. Übernehmen könnten wir viel über den Feind erfahren. Die Rebellen bringen uns nichts. Ihre Schwächen würden uns scheitern lassen. Richtig, Agent Task. Ordnung entsteht nur, wenn die Galaxis sich uns unterwirft. Yeah! Auch weggezimmert. Satelliten werden bald in Sicherheit sein. Wo setzen wir die Satelliten ein, Sir? Schluss jetzt mit diesen Fragen, Commander! Befreien Sie mein Schiff! Okay, ich muss erstmal ein bisschen raus. Wir müssen aus der Klaue. Bin dabei, immer mit der Ruhe. Oh. Oh, Backe, ey, der war ja richtig low, Bob. Alter, wie ich da reingemallert bin, ey, wie dämlich. So, jetzt aber. Jetzt nur noch die Klammern. Ich wollte mich eigentlich um die anderen kümmern, da habe ich das Ding nicht gesehen. Tut mir echt leid. So, jetzt die anderen Klammern auf, das ist eigentlich eine easy Nummer. Zack. Die andere löst sich mit. Die Dauntless ist frei. Ja, mit dem Fliegen muss ich immer noch üben. Ich weiß, habe ich jetzt letzte Folge angefangen mit. Wir sind in Angriffsposition. Der Vater wird stolz sein. Ja, und jetzt müssen wir leider Gottes noch ein bisschen warten, bis es denn weitergeht mit dem Let's Play, weil ich ja hier alles vor Veröffentlichung spiele und wir können hieran anknüpfen, wenn es dann erschienen ist. Sollte also bald losgehen. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, könnt ihr diesen Kanal natürlich völlig kostenlos abonnieren, damit ihr auch kein Video verpasst. Außerdem kann ich empfehlen, die Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn der mal ein neues Video erscheint. Das passiert ja in letzter Zeit leider nicht so häufig. Ansonsten bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Oder einfach auf dem Channel, da gibt es nämlich noch viele, viele andere Games und andere Videos von Reisen und Pipapo. Bis dahin und möge die Macht mit euch sein. The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander, stand down! Take orders from me!